viele Dinge, die wir jeden Tag so tun, die können ziemlich falsch sein. Beziehungsweise würde man die Tricks, die ich in diesem Video zeige, kennen, könnte man sein Leben extrem erleichtern. Wenn du neu auf diesem Kanal bist, abonniere diesen und gib dem Video ein fettes Like. Heute mit 6 Dingen, die du falsch machst. Los geht's. Getränkepäckchen halten. Wir haben ja alle schon mal aus so einem Trinkpäckchen getrunken, aber die meisten von euch, die haben es sicherlich falsch gemacht, beziehungsweise nicht so, wie es eigentlich sein sollte. Die abgeflachten Knicke auf den beiden Seiten eines Trinkpäckchen sind dafür da, dass Kinder mit diesen einen besseren Halt beim Trinken haben. Ob dieses Feature das Trinken allerdings leichter macht, das bezweifle ich. Eisschaufeln. Wenn ihr auf einer Party das Verlangen nach einem Eis habt und nicht extrem lange warten wollt, bis das Eis ein wenig aufgetaut ist, um dann schließlich noch vernünftig die Portion einzuteilen, was echt schon anstrengend sein kann, gibt es einen kleinen Trick, wie ihr diese Last umgehen könnt. Hierzu schneidet ihr das Eis mit einem Messer in gewisse Portionen. Abhängig von der Größe des Eisbehälters kann man damit locker 3 bis 4 Personen zufriedenstellen. Okay, dieser Trick hilft aber nur, wenn man eine Handvoll Menschen hat, die Eis essen wollen. Bist du allerdings alleine zu Hause am Netflix schauen, ist ein Löffel und ein Becher alles, was du benötigst. Gefrorenes Eis. Eis muss man ja frieren, außer man hat die Absicht, es zu trinken. Aber kennt ihr das Problem, wenn man sein Eis aus dem Frierer holen will, es aber so hart ist, dass es kaum verzehrbar ist? Um dieses Problem aus dem Weg zu gehen, hilft es, das Eis in einen Polybeutel zu tun. Diesen stellt man daraufhin in den Frierer und so hat man kein steinhartes Eis mehr. So leicht geht's. Löcher am Griff. Wusstest du, wofür man das Loch am Griff eines Topfes benutzen kann? Klar, man könnte die Töpfe durch diesen Trick an irgendwas hängen, aber dafür waren diese Löcher ursprünglich in erster Linie nicht gedacht. Mit diesem Loch kannst du beispielsweise deinen Kochlöffel halten. Damit verhindert man das Legen des Löffels auf irgendeine saubere Fläche. Also, wenn du nächstes Mal am Kochen bist, weißt du jetzt ganz genau, wie du ohne Dreck zu machen den Raum kurzzeitig für zum Beispiel einen Anruf verlassen kannst. Wasser füllen. Statt mit einem großen Behälter zu versuchen, unter dem Kran des Waschbeckens zu kommen, um seinen Eimer irgendwie mit Wasser zu füllen, gibt es einen ganz einfachen Trick, wie du diese umständliche Vorgehensweise verhindern kannst. Hierfür brauchst du einfach nur eine Kehrschaufel oder eine Wasserflasche mit einem Loch im Boden, das du selber rausschneiden kannst. So transportiert man das Wasser von der Spüle einfach weiter direkt in den Eimer. Aluminiumfolie. Kennst du das? Man versucht ein bisschen Aluminiumfolie aus der Verpackung rauszubekommen und auf einmal fällt die ganze Folie mit raus. Sowas kann ganz schön ärgerlich sein. Hierfür gibt es aber auch ein Feature an der Verpackung, das dieses Problem löst. Es gibt an beiden Ecken der Verpackung eine kleine Pappnase, die man eindrücken kann, damit die Rolle in der Verpackung fixiert. Sie kann dann nicht mehr herausfallen und das Abrollen ist so einfach wie Klopapier. Was kennt ihr noch so für Tricks? Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Video ein Like und abonniert den Kanal für noch mehr coole Videos, checkt die letzten Videos ab und damit haut raus, wir hören uns das nächste Mal. Bye!